Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Invest Informat. In diesem Video soll es um Binance gehen und Binance hat hier auch etwas Neues am Start und genauso wie schon Crypto.com zum Beispiel die University an den Start gebracht hat, die ich dir jetzt rechts oben in der Ecke verlinken werde, oder auch Coinbase, das Learn and Earn Programm, zu dem ich euch ebenfalls schon ein Video gemacht habe, das ich jetzt rechts oben in der Ecke verlinken werde, hat es jetzt auch Binance geschafft, hier eine Academy und ein zusätzliches Learn and Earn an den Start zu bringen. Und genau das werden wir uns in diesem Video jetzt anschauen, wie das Ganze funktioniert, was man hier eben an gratis Coins, also für das Erarbeiten der zugehörigen Fragen hier abstauben kann. Und das werden wir uns jetzt anschauen. Und das ist etwas, was du auf jeden Fall mitnehmen solltest, weil ja, gerade jetzt im Bärenmarkt ist es ja wirklich eine super Zeit, sich mit Coins zu beschäftigen und sich einmal anzuschauen, wie diese ganzen Blockchains und zugehörigen Token auch funktionieren. Und genau da möchte jetzt auch Binance mitmischen und eben deswegen hat man jetzt hier diese Academy gegründet. Solltest du noch kein Binance-Kunde sein, so findest du unter dem Video einen Link zu Binance und wenn du selbigen nutzt, unterstützt du mich und meinen Kanal und zeigt mir auch, dass dir mein Content gefällt und dich weiterbringt. Übrigens ist es jetzt auch so, dass man mittlerweile Binance auch auf deutsche Sprache wieder umstellen kann. Also das werde ich euch auch im Video ganz kurz zeigen, wo ihr das finden könnt. Und ich denke, das ist etwas, was auch die Hemmschwelle ein bisschen nach unten senkt, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, sich hier in Deutsch in die ganze Thematik einzulesen. Und bevor wir jetzt direkt in meinen Binance-Account hineinspringen, noch einmal ganz kurz der Hinweis auf mein Notizbuch. Crypto Assets, simply a safe place when a hacker can access. Das Notizbuch schlechthin, nicht nur für Krypto. Das Ganze mit einem schmucken Register und der Möglichkeit hier 10 Seeds zu notieren, was das Ganze hier so einzigartig macht. Das Feedback von euch ist riesig und es freut mich immer wieder, wenn hier ein positives Feedback kommt und mir jemand sagt, dieses Notizbuch hat mir sprichwörtlich meine Assets vor dem Limbus gerettet. Und bevor wir jetzt final in das ganze Video hineinspringen, noch einmal ganz kurz der Hinweis, dass alles, was in diesem Video gezeigt wird, rein der Unterhaltung dient und in keinster Weise ein Investment oder Anlageberatung darstellt. Und jetzt geht's auch schon los, gleich nach dem Intro. Wir befinden uns jetzt auch schon direkt bei mir in meinem Binance-Account und wie schon versprochen, werde ich euch jetzt einmal zeigen, wie ihr hier die Sprache wieder auf Deutsch umstellen könnt. Also ihr findet das hier rechts oben in der Ecke, wo jetzt Englisch steht und hier habt ihr eben jetzt die Möglichkeit, hier eine passende Sprache für euch auszuwählen und hier haben wir eigentlich auch schon Deutsch mit in Klammer Schweiz gefunden und jetzt sollte dann die ganze Seite jetzt auf Deutsch übersetzt werden. Und jetzt kann man hier da sich den Disclaimer kurz zu Gemüte führen und sich da noch einmal einlesen in das Ganze und dann einfach einmal bestätigen und jetzt steht einem die Seite hier in Deutsch zur Verfügung. Man hat übrigens auch hier die Möglichkeit, hier wenn man auf den kleinen Mond klickt, hier die Seite in Schwarz zu drehen, was ja vielen von euch sicher sympathisch ist, weil es ist einfach wesentlich augenschonender, wie ich finde, wenn das Ganze hier in Schwarz gehalten ist. Gut, nachdem wir jetzt die Sprache hier auf Deutsch umgestellt haben, ist es jetzt soweit, also wir gehen jetzt hier oben auf dieses Binance-Symbol und gehen jetzt hier eben entweder direkt in das Learn and Earn hinein oder zuerst in die Binance Academy. Und ich hätte gesagt, wir starten jetzt einmal mit der Binance Academy. Und jetzt haben wir das Ganze auch schon auch in Deutsch gehalten. Das Einzige, was nicht manches Mal funktioniert, ist eben, dass man hier diese Formatierung in Schwarz mitnimmt, aber das kann man ja jederzeit ändern. Und jetzt ist eben die Möglichkeit, sich hier wirklich von Anfang an in das Ganze zu vertiefen, gegeben. Also man kann jetzt hier wirklich komplett starten, von Anfänger an, bis dann eben in etwas schwierigere Versionen kann man hier hineingehen und sich das Ganze hier mal zu Gemüte führen. Oder man klickt jetzt hier einfach einmal, Sie haben es in grün hier vorgehoben, auf hier geht's los. Und dann wird man hier eigentlich wirklich
komplett vom Null weg abgeholt und wird einem das ganze Konzept einmal vorgestellt, wie das Ganze eigentlich funktioniert und das Ganze jetzt in mittlerweile über 200 Artikel unterteilt und das ist eigentlich wirklich etwas ganz, ganz Tolles. Also es ist wirklich komplett von Null gestartet. Also was ist eine Kryptowährung? So geht das Ganze los und wird dann hier komplett der rote Faden durchgezogen und ich finde, hier hat man sich bei Binance wirklich bemüht und wenn man bedenkt, in wie viele Sprachen das auch übersetzt wurde, hat man hier eigentlich wirklich einen ganz tollen Job gemacht. Man kann jetzt dann hier weiterspringen und kann sich hier zum Beispiel auch die Artikel anschauen, die es hier eben zu wissen oder zu lesen gibt. Man kann dann hier auch noch den Schwierigkeitsgrad bzw. die Zeit einstellen, die man opfern möchte, um sich hier gewisse Kurse anzusehen oder beziehungsweise durchzulesen und ich denke auch erfahrene Krypto-User werden jetzt hier auf ihre Kosten kommen, also bei den Anfängersektionen wahrscheinlich weniger, aber spätestens wann es dann ab den mittleren Bereich losgeht, also hier zum Beispiel, was ist Polygon-Matic und so, also wenn man da in das Ganze reingeht, machen wir das vielleicht einmal in einem neuen Fenster, dann ist es wirklich durchaus so, dass man hier noch das eine oder andere dazulernen kann, auch wenn man hier wirklich ein hartgesottener Kryptonaut ist, wie ich das einmal so bezeichnen möchte, dann wird man hier immer wieder was dazulernen. Und gerade hier Polygon ist ja momentan wirklich eine ganz heiße Sache, die momentan hier auf Ethereum in der Second Layer Version abgeht. Also eigentlich eine ganz tolle Sache, wenn man hier wirklich komplett informiert ist, wie das Ganze funktioniert. Und was es hier eben alles zu wissen gibt. Dann kann man das Ganze auch hier in Kurse unterteilt sich anschauen. Also hier hat man dann hier eben die Möglichkeit hier, natürlich alles wurde noch nicht in Deutsch übersetzt, also hier mit Start Learning, hier mit kurzen Videos von bis zu 25 Minuten in das Ganze mal reinzuspringen und man bekommt dann sogar ein NFT-Zertifikat, nachdem man sich das Ganze hier, ich sage mal so, erarbeitet hat. Weil wenn man das Ganze zusammenrechnet, kommt dann schon ein gutes Zeitchen zusammen und man ist ja knappe 2 Stunden damit beschäftigt, sich das Ganze hier mal reinzuziehen, wie ich das hier mal auf gut Deutsch so formulieren möchte. Also das wäre jetzt hier mal in groben Zügen die Academy zusammengefasst und ich denke, hier kann man sich durchaus noch das eine oder andere Wissen zusätzlich erarbeiten. Gut, und nachdem wir jetzt hier die Academy durchhaben, schauen wir uns jetzt hier das Learn and Earn an und jetzt eben in dieses Lernen und Verdienen, wie es hier auf Deutsch übersetzt ja so schön heißt. Also hier ist es dann schwerpunktmäßig auch so, dass man hier etwas dazulernen kann. Und hier ist das Ganze wirklich in mehrere Sektionen unterteilt und das wird auch hier so gestaffelt gestartet, wie man das eigentlich auch vom Coinbase kennt. Also es gibt hier immer einen Coin, der hier eben momentan hier aktiv ist. Und jetzt kann man dann eben, wenn man sich hier dann diese Kurse anschaut, kann man jetzt hier dann eben Coins verdienen. Und klicken wir hier jetzt einmal auf Kurs starten, um sich das Ganze mal anzuschauen. Also hier gibt es auch wirklich einen Beginner Guide und wenn man sich hier das Ganze durchliest und hier die Sektionen durchgeht, dann ist es auch so, dass man hier am Ende des Ganzen zu einem Quiz kommt und wenn man hier diese Fragen bei diesem Quiz dann richtig beantwortet, dann hat man eben die Möglichkeit hier Coins abzugreifen und zu bekommen. Also das einmal von dieser Seite und ich denke, das ist etwas, was man sich auch immer hier genauer anschauen sollte. Also gegenwärtig, wie ich hier so sehe, ist momentan kein Coin hier im Learn and Earn. Bis vor kurzem war jetzt hier noch Dogecoin enthalten. Also man konnte hier Dogecoin verdienen, wenn man sich hier dem Kurs gewidmet hat und am Ende dann ein paar Fragen verdient hat. Also hier könnte man zum Beispiel LDO verdienen oder TAU, also schauen wir uns das Ganze bei LDO vielleicht an. Also hier haben wir die Möglichkeit, hier den Kurs zu starten. Und hier geht es um Lido. Also man könnte sich hier dieses 2-Minuten-Video über Lido einmal zu Gemüte führen. Nachdem man sich das Ganze angeschaut hat, klickt man hier einfach auf Weiter. Hat dann hier noch ein bisschen was für Fortgeschrittene hier zusammengefasst, um sich einzulesen. Und
Jetzt ist es dann so, dass man hier eben diese Fragen beantworten muss und wenn man diese Fragen hier alle beantwortet hat, dann bekommt man eben diese LDO-Token direkt ins Binance-Konto hineingebucht. Und das wäre es jetzt eigentlich auch schon, was es hier einmal über dieses Learn and Earn oder Lernen und Verdienen, wie es auf Deutsch heißt, hier zusammengefasst zu sagen gibt. Also einfach hier mal nach unten scrollen und einmal schauen, was es hier für Kurse gibt. Und wie gesagt, bis jetzt war es Dogecoin, aber wie ich sehe, geht es hier noch ein bisschen weiter. Also hier einfach mal ein bisschen durchschauen und einmal schauen, wenn man hier Wissen aufbaut, was man hier so an Coins abstauben kann. Gut, das soll es jetzt dann eigentlich auch für dieses Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat und einen Mehrwert geboten hat, dann seid bitte so nett und gebt dem Video einen Daumen hoch. Erzählt es weiter, abonniert meinen Kanal und seid euch das nächste Mal wieder dabei, wenn wieder ein neues Video von mir auf meinem Kanal erscheint. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.